zusammen. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt bei mir in meinem Motorradmeisterei-Kanal. Ich freue mich immer, weil da so viele gucken. Es werden immer mehr. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Heute habe ich eine Sache im Gepäck aufgerollt. Hier geht es nicht direkt um Motorräder, aber es ist eine Sache, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. So, und ich habe dann für mich entschlossen, Stefan, das geht so nicht. Das musst du irgendwie ändern und du musst was tun. Und davon möchte ich euch heute berichten. Ihr könnt auch gerne die Geschichte ein wenig kommentieren und die Kommentarfunktion in dem Video benutzen. Und dann kann ich auch erkennen, wie ihr das so seht und ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Ich denke schon. Ich habe hier ein Plakat. Ich rolle das mal aus. Das ist ein Logo, was ich habe entwerfen lassen. So, schaut mal. Riders for Nature. Ja. Ihr seht auf dem Logo einen Motorradhelm, einen Baum und zwei Hände in Motorradhandschuhen, die diesen Baum tragen. Und das hat auch seinen Grund. Ja, wir alle, also Riders for Nature, der Name ist entstanden mit einem sehr guten Kunden, haben wir zusammen überlegt. Ich habe mir von meiner Idee erzählt und er sagt, Stefan, lass was rein. Du brauchst einen guten, einprägsamen Namen. Den, denke ich, haben wir gefunden. Riders, wir alle sind ja Rider, ne? Irgendwie. Wir fahren unsere Motorräder, wir lieben es, durch die Natur zu fahren, lieben den Geruch von den Wäldern, von der Natur, wenn Felder abgemäht werden zum Beispiel, wir lieben es, wenn wir durch die Landschaft fahren im Frühling und es grün wird, die Bäume fangen an zu blühen. Das sind alle Sachen, die das Motorradfahren wirklich ausmachen. Also nicht nur, ja, viele Dinge, Motorradfahrer, Vollgasaffen, die hier durch die Gegend hämmern, wie die willen. Das ist nicht so. Also viele sehen das schon anders. Ne? Also ich habe das bei mir auch ganz klar, das schnelle Motorradfahren komplett auf die Rennstrecke verlegt. Natürlich, macht ja auch Sinn. Und die Landstraßenfahrten sind tatsächlich eher Genussfahrten. Oder wenn ich zum Beispiel mit meinem E-Bike hier durch den Wald fahre bei uns, dann ist das ja auch eine ganz entspannende Naturgeschichte, finde ich. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass wenn man so in die Wälder halt reinguckt, dass da echt ganz, ganz viele Bäume wirklich absterben, die da tot drin stehen und wir da wirklich, ja, wirklich ein bisschen was tun müssen. Ne? Zumindest sehe ich das so. Daher bin ich auf die Idee gekommen, Riders for Nature, wie kann man das gestalten? Ich handhabe das so, das Projekt Riders for Nature beginnt für mich 2021, also am Anfang dieses Jahres schon. Ich habe schon vor einiger Zeit Kontakte zu den regionalen Forstgenossenschaften gesucht und auch zum Landesforstamt. Die niedersächsischen Landesforsten sind das hier bei uns. Und habe denen so ein bisschen erzählt, was ich vorhabe und da so ein kleines Konzept entwickelt. Und ja, das kann ich das konkret erzählen, wie das aussieht. Jedes Motorrad, was bei mir gekauft wird, nimmt im Prinzip an dieser Riders for Nature Geschichte teil, denn ich werde für jedes Motorrad zwischen, ja, im Schnitt werden es zwischen 4 und 5 Bäume sein, die ich spende und die dann hier bei uns regional aufgeforstet werden. Also konkret, ich habe jetzt mit den Landesforsten konkret hier ein Projekt angeschoben, da werden jetzt im Jahreswechsel 800 Bäume gepflanzt in einer Region, wo wirklich da steht nichts mehr. Ne? Und wir haben auch einen Bach, der da langläuft, so ein Naturschutzgebiet auch, und was sehr, sehr wichtig ist. Und da steht nichts mehr. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, habe ich für mich gesagt, dass ich mich da beteiligen möchte und dass ich sowas machen möchte. Ne? Jeder Kunde, der hier ein Motorrad bei mir kauft, bekommt im Nachhinein von mir eine Urkunde ausgestellt. Wir haben, wie gesagt, das ist ganz frisch, wir haben so den ersten Entwurf. Im Prinzip auch mit dem Logo, wo ich, das ist noch nicht so schön, du brauchst noch nicht drauf. Das kriegen dann die Kunden, wenn sie tatsächlich, wenn sie halt dann auch Teil davon sind. Im Prinzip mit dem Logo, wo wir halt dann dementsprechend uns nochmal bedanken und dass tatsächlich da regionale Projekte unterstützt worden. Ich habe dafür ein separates Spendenkonto eröffnet, wo ich selber halt jedes Mal, wenn ich ein Motorrad verkaufe, eine bestimmte Summe einzahle, beziehungsweise dass das Jahr über sammelt, weil wir können Bäume nur, ja, die werden eigentlich nur im Herbst oder im Winter bis Frühjahr gepflanzt, also wir können jetzt nicht jedes Mal bei, ja, nach jedem, heute diese Woche haben wir zwei Frühjahr, oh,
Entschuldigung. Christian muss auch mal ein bisschen an die Luft, in den Wald, die Lunge lüften. Genau. Genau. Also wir können nicht mehr, wenn wir jetzt zwei Motorräder verkauft haben, kann ich nicht bei der Forstgenossenschaft anrufen und sagen, hier Förster, ich habe zwei Motorräder verkauft, zieh los und pflanze 8,5 Bäume, das funktioniert nicht. Also ich sammle das im Prinzip auf dem Spendenkonto das ganze Jahr über, so wie ich es jetzt in 2021 gemacht habe, wir haben jetzt Jahresende. Und dann dementsprechend schaue ich, wo hier regional Pflanzungen stattfinden in Absprache mit den jeweiligen Gesellschaften und unterstütze das. Ja. So, das ist erstmal hier an unserer Stelle für diese Region sehr, sehr wichtig, denke ich. Und wir können damit, naja, theoretisch, wenn man jetzt überlegt, so ein Motorrad stößt ja auch schon Abgase aus. Letztendlich, wenn wir da zwischen 4 und 5 Bäume pflanzen, jetzt im ersten Step werden es sogar mehr sein, da werden es ungefähr 7 sein pro Motorrad. Ist denn mein Motorrad, mein Hobby, ist das damit dann klimaneutral? Das ist so eine Frage, die ich mir da so ein bisschen stelle, was auch immer mehr, ja, was immer wichtiger wird. Ne? Dann kann man sagen, okay, ich jammer nicht nur, dass alles schlecht ist, sondern ich habe da wirklich was getan, wie gesagt. Und ihr könnt, wenn ihr das gut findet, ihr könnt aktiv, indem ihr bei mir Motorräder kauft oder euer Motorrad bei mir kauft, könnt ihr aktiv an dieser Geschichte teilhaben und ein Teil davon werden. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wo ich mich auch darüber freuen würde, da sind wir jetzt, das ist ja noch alles Zukunftsmusik, da sind wir jetzt gerade dabei. Ich werde das jetzt auch bundesweit, werde ich das Ganze ein bisschen kommunizieren, dass eventuell auch andere Motorradhändler sagen, Mensch, die Idee von dem Stefan, die ist sehr, sehr gut. Ich arbeite hier regional auch mit unserer Forstgenossenschaft zusammen und ich sorge dafür, dass wirklich, dass ich pro Motorrad dementsprechend eine Kleinigkeit spende, beiseite lege und dann einmal im Jahr übergebe und dass dafür dementsprechend viele, viele Bäume gepflanzt werden. Das wäre sehr toll, wenn dann noch jemand mit aufspringt. Ne? Also zur Nachahmung empfohlen. Zur Nachahmung empfohlen, auf jeden Fall. Auch dieses Video, wenn ihr das hier seht, ihr könnt das auch gerne teilen. Ne? Könnt ihr in euren sozialen Netzwerken könnt ihr das kommunizieren, weiterverteilen, dass sich das wirklich ein bisschen rumspricht. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und so haben wir die Möglichkeit. Ich bin ja noch jung an Jahren, so ein paar Jahre muss ich ja noch machen. Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich habe noch ein Arbeitsleben von, keine Ahnung, 15, 20 Jahre und wenn wir da im Schnitt, keine Ahnung, jetzt sind es 800 Bäume dieses Jahr, keine Ahnung, selbst wenn wir mit 600 Bäumen im Jahr rechnen, da kommen da in 20 Jahren, kommt noch ein bisschen was zusammen und ich denke, da kann man schon was beschicken. Ne? Und man sollte auch, wir haben es jetzt bei uns in der regionalen Presse kommuniziert, man sollte es auch für andere Unternehmen offen halten. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel wenn jetzt irgendwo eine Baufirma ist oder weiß der Geier was, der einfach nur sagt, Mensch, das ist eine gute Geschichte, was der Stefan da macht. Ich bin auch Motorradfahrer selber, fahre aber eine BMW oder eine Harley Davidson oder irgendwas anders. Es kommt für mich nicht in Frage, da ein Motorrad zu kaufen. Aber ich finde die Idee gut, die er hat und dementsprechend beteilige ich mich bei ihm und spende dementsprechend Summe X, damit dann einige Bäume gepflanzt werden können. Das wäre ganz, ganz toll. Genau. Das Gleiche gilt ja theoretisch sogar auch für Fahrradgeschäfte. Ja, für alle Rider. Genau. Deswegen Riders by Nature, damit wir lange durch eine wunderschöne Natur fahren können und damit wir später unseren Kindern sagen können, wir haben was dafür getan, dass es jetzt dann doch wieder so aussieht, wie es jetzt aussieht, weil wie es aktuell aussieht, ist das, glaube ich, keine Option. Deswegen haben wir das gemacht. Ne? Ja, das ist schon echt erschreckend, wenn man manche Strecken anfährt. Ist schon so, genau. Okay, perfekt. Wie gesagt, heute kein Benzingespräch, aber ein Naturgespräch, was wir mit unserem Motorrad gerne befahren. Und vielen Dank, dass ihr das angeschaut habt und dass ihr mir zugehört habt. Kommentiert, schreibt in die Kommentare, teilt das Video, tu Gutes und sprecht drüber. Ne? Bis dahin, vielen Dank. Ciao.